MC Coop, you in the house, bitch. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Im letzten Part sind wir hier in der Piratenhöhle angekommen. Und hier drin soll sich der Schatz des legendären Cortez-Piratenkönig befinden, wo sich das fünfte Sternjuwel befinden soll. Und Bardomb hat sich uns im letzten Part unserem Team angeschlossen, was ziemlich nice ist. Okay, wir machen euch absolut keinen Schaden, solange ihr am Fliegen seid. Es ist schon mal schön zu wissen, das heißt, ich muss euch umdrehen. So, und das mache ich so. Und dann scanne ich dich, weil die normalen Käfer, die hatte ich ja schon gescannt. Das Miese an denen war ja, sie haben eine Technik, wie sie auch auf dem Rücken noch angreifen können. Das ist ein Parakäfer. Parakäfer sind Käfer mit Flügeln. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Genau wie normale Käfer. Feuerattacken und Bomben haben keine Wirkung auf diese Biester. Aber wenn du sie umkippst, sinkt ihre Verteidigung auf 0. Das ist deine Chance. Ne, ich verwechsel die mit anderen Viechern schon wieder. Weißt du was, Gumbrina? Du holst mir mal den von da oben runter. Du holst ihn mir runter. Hol ihn mir runter, jo. Und schon wieder nicht. Naja, gut. Und dann mache ich dir mal ordentlich Schaden. Und du wirst mich jetzt angreifen. Ja, Gumbrina, das juckt mich jetzt nicht so krass. Ja, komm, nimm ihn raus, Gumbrina. Mach ihn kaputt. Das ist ganz gut. Und dann nehmen wir dich raus. So, ich denke, ich werde noch... Mit Glück, wenn ich mich nicht dumm anstelle, werden wir noch höchstens zwei Parts in diesem Kapitel chillen. Ich hoffe, dass das genauso eintreten wird. Es wäre zumindest sehr entspannt, weil dann geht es direkt Richtung Kapitel 6. Und dann kommt noch Kapitel 7 und dann kommt das Finale. Und dann sind wir durch. Ich denke mal, das Projekt hier wird circa 60 Parts plus haben. Oder mit Glück, wenn ich mich nicht dumm anstelle, nur 50. Sehen wir dann alles. Sehen wir dann alles, meine Freunde. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, in den Schalter komme ich doch nicht ran, aber... Doch, tue ich. Ist die Frage, schafft Mario den Sprung noch so? Yep, mit Bardomb. Wir können ja Bardomb werfen. Also aktivier mal. Perfekt, Alter. Weiter geht's. Kehrt um, weichet. Kehrt um, geht nicht weiter. Ihr seid verloren. Wir gehen trotzdem weiter. Wir geben einfach einen Fick drauf. Oh Gott, ihr. Aber ich muss nicht aufpassen. Ich darf... Ja, Krankenwagen. Wollen Sie was sagen? Es ist... Ohne Witz. Es ist praktisch. Sollte es mal zum Notfall kommen, es ist echt praktisch, direkt gegenüber von der Rettungswache zu wohnen. Aber jetzt... So für Let's Plays ist es nicht gerade das Praktischste. Aber hey. Man muss an die eigene Gesundheit denken. Und wenn es mal einen Notfall gibt, dann ist der Krankenwagen innerhalb von 2 Sekunden hier. Sie ist positiv. So. Das mache ich mit dem Saugmatz. Schön saugen. Geil. Wie oft habe ich diesen Witz jetzt schon gebracht? Wahrscheinlich zu oft. So, und dann normaler Hammer und... Ich hoffe, der, der hier, wisst schon was. Die Luftwaffe wird es tun. Wenn nicht, dann wäre es nicht so geil. Und bitte. Nein! Jetzt könnte es wehtun. Verteidigung wurde erhöht. Um 3. Ich glaube, der Powerhouse sollte dennoch einen KP-Schaden machen. Hoffentlich. Ne, 2 sogar. Perfekt. Ach ja, es ist doch wieder schön, dass ich wieder versuche, Paper Mario pünktlich zu bringen. Auch wenn schulisch echt alles jetzt ziemlich heavy ist. Ich hatte heute meine erste Chemiestunde. Also meine erste Chemiestunde in der Oberstufe. Und erstmal direkt wieder ein paar Begriffe reingedrückt bekommen, die ich jetzt alle schön nachlernen darf, was ziemlich nice ist. In Mathe darf ich auch nochmal einiges nachlernen, weil wir ein Thema anscheinend in der 10. Klasse gar nicht behandelt haben. Aber hey, so. Das ist jetzt eine etwas schwierige Angelegenheit hier, so. Ich hab's aber geschafft. Das ist... Hätte ich nicht gedacht.
Und wir haben den Höhlenschlüssel erhalten. Genau, damit können wir jetzt dann da die Tür aufmachen. Aber ist hier sonst noch was? Na. Gut, mehr brauchen wir hier dann tatsächlich nicht. Das ist recht nice. So, ja, wie gesagt, allzu lang ist die Piratenhöhle auch nicht. Und maximal zwei Parts, denke ich, brauchen wir noch. Dann sind wir durch mit Kapitel 5. Hoffe ich doch. Wie gesagt, das wäre der Optimalfall. Das ist das, worauf ich anstrebe. Aber es ist durchaus machbar. Wenn das Kapitel echt nicht schwer und auch nicht lang ist. Mal schauen, ob wir direkt drauf landen. Nein, tun wir nicht. Mach auf die Scheiße. Danke. Ne, ihr könnt mir mal direkt am Arsch vorbeigehen. Kupio. Komm her, mein Bruder. Zack. Wie viele Insignien haben wir jetzt eigentlich wieder? Stehen irgendwo die Insignien? 7. Das ist krass. So, das sieht doch jeder 12-Jährige, dass man hier unten drunter rollen kann. Trotzdem gibt es hier auch Stellen, wo man nicht durch... Was? Also komm. Das akzeptiere ich nicht. Alter, Mario, hör auf, hängen zu bleiben. Das war ziemlich uncool. Okay, weiter geht's. Noch eins. Also die Insignien kriegt man ja auch nachgeworfen, Alter. Was ist denn los? Gut. Auf euch wollte ich eigentlich draufjumpen, aber ist mir nicht gelungen. Deswegen, ja. Weg hier holen sich. Denke, der schlauste Weg bleibt hier mit Multisprung jedem mal ein bisschen Damage zu machen. Und dann vielleicht mit Kupios Powerpanzer jeden davon zu erwischen. Und einen auch rauszunehmen. Ja. Ja. Ja, gut. Man weiß bei der Attacke halt echt nicht, trifft es jetzt den Begleiter oder trifft es Mario? Das ist halt immer so die Sache. Da muss man immer ein bisschen rätseln, aber wenn man gut ist, was Timing angeht, dann ist auch das kein Problem. Genauso wie dieses Viech zu killen, diese kalte Blut, diese, glaube ich. Absolut kein Problem für uns. So. Da unten haben wir jetzt noch eine warme Glut oder eine rote oder eine heiße und ich weiß es nicht. Komm mal her, du. Mach mal Bumm. Danke. Schöne Lags wieder gehabt. Ich mag Frame-Einbrüche. Oh, ich. Was, wohin knallt die? Okay, knallt dahin. Sieht aber nach mehreren Kanonen aus, was nicht so geil ist. Egal, so. Solange wir immer den ersten Angriff bekommen, ist es ja nicht schlimm, dann ist es ja kein Ding. Aber wenn nicht, dann... ich weiß ja nicht, killt Bart um die Instant? Ich bin mir echt unsicher. Ich bin mir da echt unsicher. Es wäre aber schön zu wissen. Okay, wir haben es in den Kampf geschafft, bevor... Ihr wisst schon, so. So. Wie machen wir euch kaputt? Das ist die Frage, die wir uns jetzt hier stellen. So, warte. Die Bombe trifft nur einen. So, die Zeitbombe trifft beide. Das wird höchstwahrscheinlich nur den hinteren treffen, aber es ist mir jetzt kackegal. Du kriegst einen Powerhauer. Zack, zack. 4 Schaden. Ja, der hintere wird jetzt halt ein bisschen Damage bekommen von den Zeitbomben. Versuchen wir mal den vorderen ein bisschen zu treffen. Okay. Und Mario, du kümmerst dich mit einem Wirbelschlag um die Kugelbelies. Aber der macht genügend Damage. Achso, er trifft alle. Wow. Die Bomben könnten jetzt aber mal hochgehen. Nice. Alle, aber wirklich alle. Lel, was? Explodieren jetzt auch mal die Bomben? Ich wollte gerade sagen, Alter. Wow, was wird das für ein komischer Fall? Egal. Ich hinterfrage es einfach nicht. Wir haben den Fall bestanden. Das ist die Hauptsache. So. Das war aber immer noch nicht alles.
Da sind nochmal zwei Kanonen. Das gefällt mir nicht. Ich mag die Kanonen echt nicht. Die pissen mich hart an. Und... Ah, Defensive. BP-Regeneration würde mir aber jetzt doch schon ein bisschen eher gefallen, weil, ganz ehrlich, 6 BP noch, das ist nicht viel. Und schon wieder die Hälfte von einem neuen Level, das ist aber immerhin etwas. Das ist eine Sache, über die man sich durchaus freuen kann. Und da wären BP gewesen und ich sammle sie nicht ein. Egal, die Kanone zu killen ist jetzt, denke ich, erstmal wichtiger. Da lohnt sich ein Powerhauer eigentlich schon eher. Wir testen erstmal aus, wie viel machst du mit der Bombe? Alte Argyropus, okay. Ja, ja, stimmt, das hatten wir schon. Du machst 2 KP Schaden. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Immerhin kriegen wir so die eine Kanone weg. Dann ja, haben wir jetzt nur noch einen Kugelbill, um den wir uns kümmern müssen. So. Okay, du kannst sogar nur den hinteren angreifen. Das ist ziemlich praktisch. Bam. Warte, Mario. Könntest du jetzt auch mit einem... Ah, nee, können wir nicht lieber mit einem Kugelwilli. Der wird uns ja trotzdem noch angreifen. Und die Kugelwillis, die können, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ganz schön wehtun. Oh, bitte. Mann! Wir hatten echt noch nicht einmal Glück mit dem Bingo. Wobei, ich glaube doch einmal, aber da hat es uns einfach nichts gebracht. Egal. Wir schaffen das auch so. Ich hoffe, wir kommen nur irgendwann wieder in die Nähe von so einem Heilblock, weil mit dem BP, das ist echt nicht mehr lang aushaltbar und da will jemand einen Stein auf uns werfen und den soll ich endlich weghauen. Willst du den Stein immer noch uns werfen? Nein, willst du nicht. Gut, jetzt müssen wir was anderes so machen. Warum auch immer die manchmal die Kugelbees nach oben schießen und manchmal nach unten? Ich verstehe den Sinn nicht, aber hey. Soll mir recht sein. Ist trotzdem tot. Das ist die Hauptsache. Ja. Und das sind wieder ganze stolze 8 Sternpunkte. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, gib mir die BP und gib mir auch diese BP. Boah, 2 BP. Schüss. War richtig viel. Och Mann, Alter, ihr geht mir auch langsam so ziemlich dezent auf den Piss. Hey, warte, Barbara, du greifst mit Feuerattacken an. Du sprengst die auch direkt kaputt. Kupio, du bist der Einzige, der sich normal angreifen kann und dabei noch Schaden macht. Was? Fuck, Alter. Ja. Einmal Powerpanzer bitte, Kupio. Danke. Und du gibst einmal den Wirbelschlag. Zack, 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 zack. Schön Damage gemacht. Tot. Immerhin werden die jetzt schön viel EP geben, denke ich. Wir haben jetzt noch das Problem, können jetzt noch diesen Powerpanzer machen und danach war es das mit unserem BP. Aber wir kommen so dem nächsten Level-Up schon wieder. Stimmt, mit dem Level-Up kriegen wir ja auch wieder alles zurück. So. Ach, jetzt erhöhen sie ihre Defensive. Och nee. Jetzt kann ich eigentlich nichts machen. Habe ich irgendein Item, was jetzt nicht so das Wahre ist? Ja, scheiß auf den Eis hoch, ganz ehrlich. Hauptsache ihr sterbt, das ist mir das Wichtigste. 20 fucking Sternpunkte für 4 Gegner, das ist krass. Aber es sind auch echt nervige Gegner. Aber nicht so nervig wie die Kugelbillies und die Kugelbilly-Blaster, das ist echt... Fuiuiui, so. Jetzt haben wir erstmal kein Zurück mehr, was ziemlich schön ist. Gut gemacht! Das ist das, was ich wollte. This is what I wanted to see. Ist hier irgendwas? Nee. Also rein ins Schiff. Ach, guck mal an. Oh, nanu. Auch in der Höhle gibt es Engel. Ich dachte schon, nie würde jemand kommen. Was? Ich soll mir das Gerede sparen und dich endlich verfluchen? Aber woher wusstest du das? Aber reg dich nicht auf. Lass mich einfach in Ruhe meinen Text aussagen. Ich war verdammt lang in dieser Kiste und das war ziemlich öde, so ganz allein. Was? Du hast von mir schon 3 andere Geister getroffen? Und du kennst das ganze Prozedere schon auswendig? Mann, was soll das? Du bist auch ein ziemlich kranker Typ, oder? Schon gut, verstanden.
Dabei hatte ich mich so auf dein dummes Gesicht gefreut, wenn du die Truhe öffnest. Also gut, bring mir ganz einfach den Schlüssel. Du weißt ja, wie er aussieht. Im Moment haben ihn die Geister, die gleich erscheinen. Mach sie ganz einfach fertig. Tja, viel Glück also. Erstmal gönnen. Mann! Gönnen wir uns den Orden hier. Ach, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich keine BP habe. Egal. Wir machen trotzdem einigermaßen Damage und für den ersten sollte das ausreichen. Auf jeden Fall. Das sind halt drei Runden jetzt, die wir brauchen für den Fight. Das war gut gekontert. Das war sehr gut ausgewichen. Ich glaube, die kalte Glut, die hat jetzt aber nicht das Problem mit unserem Eissprung irgendwie. Also bei der heißen Glut machen wir mehr Schaden. Wobei, nee, drei Schaden ist ja schon ein... Vergesst, was ich gesagt habe. Wow. Wow. Das war gut? Fragezeichen. Naja. Jetzt bitte. Mann! Mann, 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 Mann. MC Coop you in the house, bitch. Immerhin. Noch 13 Sternpunkte, das ist doch etwas. So, bekommen wir jetzt den Schlüssel. Ja, danke. Mach auf die Scheiße. Sehr schön, sehr schön. Den Schlüssel hast du also, dann öffne jetzt die Truhe. Also, ich fange an, du kennst das ja schon. Also, du Narr! Oh nein! Nicht schon wieder. So bist du also auf meine Liste reingefallen, du Armator. Hm, war doch gut, oder? Also, ich werde über dich einen schrecklichen Fluch verhängen, du armer Tropf. Du wirst bereuen, meine Truhe geöffnet zu haben und jetzt erzittere. Sei verflucht. Du bist verflucht durch die eigene Dummheit. Und, wie war ich? Hat nicht wehgetan, oder? Winde dich in Schmerz. Drückst du jetzt Y auf den entsprechenden Rampen, wirst du zum Papierboot. Welch grausiger Fluch. Zunächst solltest du üben. Für Menschen ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Betrittst du eine Schiffsrampe, so wird sie aufleuchten. Ja, so ist es gut. Und jetzt drücke Y, so wirst du zum Papierboot. Okay. Durch deine eigene Schuld. Schrecklich, oder? In diese abstoßende Gestalt verwandelst du dich. Und du kannst dich über Wasser bewegen. Alle werden dich für einen Freak halten. Aber abgesehen davon bleibt alles, wie es ist. Ist ein eher harmloser Fluch. Und sehr hilfreicher sogar. Die Plattform haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Um wieder normal zu werden, drückst du nahe einer Schiffsrampe wieder Y. Probier es einfach mal aus. Cool. Na, so klappt doch. Hast du verstanden, wie der Flug funktioniert? Ja. Und so ziehe von dannen Tor. Danke und bye bye. Bitte hinterlassen Sie Ihr Feedback auf www.fluchkiste-bla.de. Ja, kennen wir ja schon das ganze Prozedere. Wir wurden keine Ahnung wie oft schon verflucht. Und es ist so obvious, dass man sich auf diesen Plattformen in ein Boot verwandeln kann. Also ich denke mal, es ist für keinen jetzt der Mindfuck des Lebens, wo man sich denkt, was? Also es ist, ne, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, gib mir mal Nico, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Speed, gotta go fast. Gotta go fast, Sonic. Wobei, ich nehme dich mit, weil... Mann, nie schaffe ich es. Ich bin... Ach. Egal. Ja, ich weine jetzt. Weil das... Es wird nicht direkt reichen. Es könnte. Ja, das ist eigentlich dumm. Oh, wir haben BP-Regeneration. Nice. Yoshi kann halt nichts machen. Das ist gerade so das Problem. Mach eine Show-Einlage. Mario regelt das schon, Kollege. Wobei, eigentlich ist es dumm. Es ist sehr dumm. Und stirb. Stirb.
Ah, es wird knapp mit dem Level Up. Gib mir mal Kopio. Mann, ich fail hier immer das scheiß Timing. Ich fail es hier jedes Mal. Ich glaube, uns wird tatsächlich ein scheiß Sternenpunkt fehlen zum Level Up. Und das wäre so bitter. Oder? Nee, zwei. Na gut. Dann sind es halt zwei. Das macht's nicht besser. Oh mein Gott, mit Skill ist er hier rüber. Mit fucking Skill. Und hier müssen wir wieder mit fucking Rollen durch. Christus im Himmel, alter Mann, Mario. Ich weiß, ich sollte es nicht auf Mario schieben, weil es meine eigene Dummheit ist, aber hey, ich tue es trotzdem. So, aber jetzt haben wir es geschafft. So, und jetzt... Boah, ich werde es fast noch runtergerollt, Alter. Naja. So, jetzt sind wir bei euch. Auf euch scheiße ich auch. Wenn du da bist, dann killen wir dich schnell. Nicht mal mit Mama! Naja, das Level Up ist drin und ich denke, es wird auf die BP auf jeden Fall gehen. Weil BP und so wäre, glaube ich, auch mal wieder nicht schlecht. 25 BP ist zwar Premium, aber dann wieder 5 BP mehr zu haben, das ist noch mehr Premium. Ob es mir glaubt oder nicht. Weil wir haben jetzt keinen speziellen Orden, den wir wirklich noch zwangsweise mit reinhauen müssen. Wir sind, wobei den Verteidigerorden, den hätte ich halt gerne. Aber da wird einmal OP-Level aber auch nicht reichen. Deswegen BP. Deswegen BP, meine Freunde. So, und jetzt finden sie unsere BP auch wieder auf und das ist sehr schön und oh, super. Tipptopp. So. Komm her. Wunderschönes BP-Upgrade. Level Up. BP. GP. Nice. B-b-b. So, ich gehe jetzt nur dahin, wo wir hin müssen und dann werde ich den Part auch schon wieder beenden. Das ist recht cool, ne? Dann ist der Part schon wieder zu Ende. Dann habt ihr es schon wieder geschafft, wenn ihr hier seid. Unglaublich, aber wahr. Das ist krass. So, und zwar genau hier. Im nächsten Part werden wir dann hoffentlich Kapitel 5 abschließen. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.